Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch jetzt wirklich zu einem Unboxing. Ich habe eben schon angefangen, ein Unboxing zu machen, das ist aber ein bisschen ausgeartet in Abkotzen über 1&1 Preispolitik, Home-Server, Home-Server-Speed, Home-Server-Speed Plus. Guckt euch das an, falls ich es hochlade, mache ich es in die Videobeschreibung, bin mir da noch nicht so sicher. Aber jedenfalls, ich habe ein Austauschmodell gekriegt, wenn meiner kaputt ist, meiner war weiß, jetzt kriege ich halt den schwarzen. Ja, habe ich mich schon genug aufgeregt. Nicht, weil er schwarz ist, nee, sondern wegen der Politik mit Home-Server, Home-Server Speed Plus. So, jetzt gucken wir mal nach. Wir haben hier irgendwo das stehen, was da kann, hier oben. Wir haben viermal WLAN-Antennen drin, AC plus N mit MU und MIMO. Voice-over-IP und Direct-Basis. Medienserver, NAS und Gigabit LAN. Und hier haben wir irgendwo, hier steht es auch. So. Also, DSL-Anschluss, VDSL nach DTAG 1TR112, auch IP-basiert. Damit kann nur ein Profi was anfangen. So, LAN-Eternal-Anschluss, 10, 100 und 1000 Bits T. PC, Notebooks, Mac, Spielekonsolen oder andere Netzwerkgeräte. WLAN-Verbindung IEEE 802.11 und dann kommt's AC Schrägstrich N Schrägstrich G Schrägstrich B Schrägstrich A inklusive MU MIMO. Lieferumfang 1&1 Home Server Speed Plus in Klammern 7590. Das ist auch die 7590. Ganz normal 7590. Die wird nur durch die Software, die ja raufgespielt wird, ist es dann halt ein Home Server, Home Server Speed oder Home Server Speed Plus. Die unterscheiden sich null. Netzwerk, DSL, also Netzteil, DSL-Kabel, LAN-Kabel, TAE-RJ11-Adapter. Und Service-Informationen, ja, die habe ich schon rausgepackt, die liegen ja irgendwo rum. Achso, im Dingsbums. So, und auf der Rückseite, ideale Geräte mit DECT oder WLAN verbinden. Ja, das ist halt jetzt eine Fritz-App, dann 1&1 WLAN-Stick, 1&1 Repeater, 1&1 Multi... Entschuldigung, Multifon C6. Ja, ich habe nur C5 und noch ein anderes, wo ich den Namen nicht weiß. So, Dual WLAN haben wir AC plus N 2,4 GHz und 5 GHz. DSL, VDSL, analoges Telefon, ISDN, Gigabit WAN, ja, der ist bei mir nicht benutzt, weil ich habe nichts mit, wo WAN-Geräte ranpassen. 4 Gigabits LAN PC-Anschluss, also ja, 4x Gigabits für den PC. Decktelefone können wir ranmachen und wir können mit USB. Zwei USB 3.0 Drucker. Speicher, Medien, UMTS, Schrägstrich, HSPA. Achso, ja, das sind die komischen WLAN-Sticks von 1&1 oder von Fritzbox. Und wir können halt, wir haben hier 2x 3.0 Anschluss, USB, und können da halt zwei Festplatten anschließen. So, jetzt gehen wir mal. Machen wir mal auf. Ich habe mir auch schon eine Sicherung von meiner Fritzbox erstellt. Ja. Was ist denn das für ein komisches Kennwort? Hier seht ihr das. Ich habe Fritzbox 7590 HV. Ja? Mich würde jetzt mal bitte interessieren, wenn jemand von euch auch bei 1&1 ist. Wie gesagt, ich mache nochmal zu hier. Ich habe den 1&1 Home Server Speed Plus. Wenn jemand von euch den 1&1
Home-Server hat. Sagt mir mal bitte, was da steht. Fritzbox 7590 und also auf diesem Datenblatt, ja? Ob da denn noch was anderes steht oder nur 7590? Und wenn ihr den Home-Server Speed habt, was dann da steht. Und wenn ihr den Home-Server Speed Plus habt, dann auch, ob bei euch HV auch dahinter steht. Also Funknetz, also ganz normal im Funknetz, wird der jetzt, wenn ich da nichts dran ändere, wird der im Funknetz angezeigt mit Fritz, Ausrufezeichen, Box, Freizeichen, 7590, Freizeichen, HV. Ich werde aber natürlich meine alte Software, also mein alte Backup aufspielen auf dieses Gerät. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Weil das ist ja eine, keine Ahnung, werden wir sehen. Also das Backup, weil ich habe mein WLAN getrennt. Also ich habe nicht 2,4 und 5 GHz zusammen, sondern habe die getrennt. Die werden mir auch getrennt angezeigt. Das ist nämlich für viele ältere Geräte und teilweise auch neuere Geräte viel, viel besser. Weil dann können die besser miteinander kommunizieren, als wenn das nur ein Funksignal ist, was angezeigt wird für 2,4 und 5 GHz gleiche. Und dann geht man darauf und das Gerät mischt, sagt dann halt selber, was es braucht. Ach, jetzt haben wir hier eine Tüte ohne drumherum. Und hier dann halt die Folie. An sich ist das Schwarze richtig schick. Also ich mag ja Schwarz, davon mal abgesehen, ja. Aber diese Politik, die geht mir so auf den Sack damit, mit der 75. So. Schön. Und hast du gleich wieder Fingerabdrücke drauf. Was haben wir hier? Lieber Kunde. Achso, die Kunden, der Kundenservice. Oh. So. Ach, das ist dieser komische Adapter. Keine Ahnung, wozu man den braucht. Den werde ich auch drinnen lassen. Ich muss ja alles wieder reinmachen. Ich habe ja den Originalkarton nicht mehr. Deswegen. Hier ist ja der. Also von meinem habe ich den Originalkarton nicht mehr. So. Dann war immer denn. Die Fritzbox 1&1 Home Server Speed Plus. Dann haben wir das Netzteil. Dann haben wir einmal die Verbindung von der Telefondose zum Router. Was ich gut finde, dass der so lang ist. Und dann haben wir nochmal einen LAN-Anschluss, den wir dann benutzen können. Der war früher mal gelb, jetzt ist er weiß. Okay. Und dann haben wir halt diesen Adapter von diesem kleinen Kabel, was man von alten Telefonen her kennt, auf einen Telefonanschluss. Sieht man das? Ja. Ja. Das ist halt alles. Und hier steht drauf 065. Keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat. Ja, den brauche ich nicht, der kann gleich wieder rein. Ja. Dann geht es jetzt ans Eingemachte, dann werde ich den gleich anschließen. Und in der Hoffnung, dass mein WLAN wieder funktioniert, weil die WLAN-Leuchte, die leuchtet bei mir, also an meinem Router. Aber wenn du auf die Software drauf zugreifst, also auf fritz.box, sagt er WLAN, nö. Und die Geräte haben teilweise WLAN, also mal ja, mal nein, mein Handy hat es gerade. Die PlayStation, die hat es, dann geht es wieder weg, dann hat es es wieder, dann geht es wieder weg. Also ist unterschiedlich. Also sind totale Schwankungen drin. Mal gucken. Ja. Dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich gehe jetzt ans Eingemachte. Wir werden den jetzt gleich anschließen. Das werde ich nicht filmen, weil der Flur ist ein bisschen eng. Und das ist die Fritzbox ist bei mir nicht unten, die ist oben. Ich habe über der Tür so ein Brett und da habe ich dann drauf, das war der Sicherungskasten und alles, weil das war nicht anders möglich. Weil ich habe hier keine Türleisten oder so, wo ich das verstecken kann.
den Kabel. Und deswegen habe ich das da drüber, weil meine Telefondose genau da drunter ist. Also wirklich, ist egal. Meckern auf hohem Niveau. So, die Folie können wir ja wegschmeißen, die brauchen wir ja nicht mehr. Die alte Box brauche ich nicht einpacken. So, dann bin ich jetzt wirklich weg. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Odin.